Designermöbelmodel mit 80? Charles Schumann, Chapeau. Nachts schaue ich mich nicht mehr ins Spiel oder sehr wenig. Jahrelang wirbt er weltweit für Edelklamotten als cooler Typ. Bin ich cool, weiß ich nicht. Doch sehr cool, weil speziell, aber auch ein Eigenbrötler. Ich bin kein Eigenbrötler, sondern ich bin auch die paar Minuten, die ich im Leben alleine bin, freue ich mich sehr. Manche sagen, der Schumann, der ist ein Schläger. Ich bin Schläger, was ist denn das? Ein leidenschaftlicher Boxer, auch noch mit 80. Ich habe es nie so gemacht, dass ich Schaden erlitten habe. Ich habe immer die Gegner ausgesucht, die nett mit mir waren. Manchmal wirkt er ungeschliffen, ruppig. Dabei ist Schumann sehr sozial. Das stimmt. Wo ich also sehr empfindlich werde, wenn Menschen nach unten treten, wenn ich merke, dass man so ein Herrschaftsgehabe hat. Also damit komme ich überhaupt nicht klar. Er wächst auf dem Land auf als Karl Georg Schumann, damals noch mit H. Ich bin Bayer. Wir sind immer grantig. Wenn man so lange mit Menschen arbeitet, wird man ganz selten ein Menschenfreund. Aber ich bin ein bisschen nachsichtiger geworden. Die Eltern streng katholische Oberpfälzer Landwirte. Sein Vater sagt über den Buben, der Kari, der ist einfach zu blöd für den Bauernberuf. Der soll später mal Pfarrer werden. Heute bin ich angezogen wie ein Pfarrer. Nein, hätte ich nie gemacht. Karl geht mit 9 aufs Jesuitenkolleg, bricht das Gymnasium ab, arbeitet lieber beim Bundesgrenzschutz und in Bonn als Personenschützer von Adenauer. Wir waren jung, gut aussehend und sind spazieren gegangen beim Adenauer in seiner Villa und haben auf ihn ein bisschen aufgepasst. Danach zieht's Karl in die Welt. Frankreich, Amerika, Italien. Als Charles jobbt er in Discos, Bars, Nachtclubs. Mit 80 reist er immer noch gern viel nach Japan. Reisen ist für mich wichtig, weil ich schon Dinge wahrnehme noch, die ich mir denke, wow, die machen das gut, so möchte ich das auch machen. Aus dem Ausland zurück macht er das Abi nach, studiert Politik. Eröffnet 82 in der Münchner Maximilianstraße eine Kultbar. Was ich sehr bedauere, dass ich es nicht geschafft habe, obwohl ich es mir ein paar Mal vorgenommen habe, dass wenn ich wenigstens einmal im Monat mal aufgeschrieben hätte, was eigentlich so abgelaufen ist, weil es war schon eine wahnsinnige Zeit. Aber was wir für Leute hatten, was wir für Erlebnisse hatten. Seit 2004 residiert Schumann am Odeonsplatz und macht was am 80. Das ist für mich nichts Besonderes. Eigentlich bin ich ja jeden Tag hier. Ich bin 16 Stunden am Tag hier nach wie vor. Ich will auch nicht krank sein und so mich verabschieden. Also da müsste ich mir was einfallen lassen. Ja. Aber werde ich auch. Ich hoffe, dass ich Kraft dazu habe. Und so werde ich dann gehen. Ich werde auch nicht ins Meer schwimmen und nimmer kommen, weil ich glaube, das ist auch kein schöner Tod. Aber ich habe keine Angst vor der Zukunft. Happy birthday to you. Happy birthday to you.